Hallo Leute und willkommen zurück zu Rollercoaster Tycoon 3. Ja, ich habe hier mal eben so auf Pause gemacht, jetzt lassen wir es mal weiterlaufen. Es war eine Sekunde off-cam. Eine Sekunde sind die Menschen hier umhergelaufen und das off-cam. Und ja, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, wenn man hier mal so ein bisschen rüber geht, es fällt euch auch auf, es ist ziemlich dreckig. Im ganzen Pach. Ich weiß gar nicht, wir hatten glaube ich mal. Ja, wir haben zwar welche eingestellt, hier hinten allerdings nur, und hier ist auch ziemlich sauber. Und deswegen werden wir jetzt mal hier welche einstellen an Mitarbeitern. Das machen wir wie folgt. Ich muss es erstmal selber wiederfinden, aber. Nein, das war es nicht, das war ein Besucher. Ach genau, ich muss ja erstmal hier so. So, Einstellungen. Ich muss mal hier so ein bisschen. So, muss ich mal machen. Muss ich so mal machen. Um einfach mal den Ingame-Sound, damit ich nicht immer gegen den Ingame-Sound anschreien muss. Das ist eine Reinigungskraft. Da brauchen wir hier nochmal so eine Reinigungskraft. Eine Mechaniker sollten wir, brauchen wir eigentlich. Na gut, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Gut, wir könnten ihnen natürlich auch mal Aufgabenbereiche geben. Ne, das mache ich jetzt nicht. Darauf habe ich keine Lust. Darauf habe ich keine Lust. Nein, 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 nein. Das ist immer zu scheiße, um das zu machen. Hier in unsere Achterbahn. Ja, die läuft. Ganz gut, würde ich sagen. Wir gehen so auch so langsam hin. Hier hinten sollte irgendwie. Ja, da ist der Weg nicht ganz richtig. Also doch eigentlich schon, aber. Wenn es hier mal so guckt, da fehlt ein Ding. Und deswegen machen wir jetzt das Ganze wie folgt. Wir werden jetzt den Weg hier, da ich jetzt keinen Bock habe, das zu verbinden, weil da muss ich hier nach außen nochmal weitergehen, werde ich jetzt mit diesem Weg einfach erstmal. Wow. So was machen. Und dann hier. Vielleicht können wir hier nochmal den Weg dann wegreißen. Die wäre relativ unnötig. Und da jetzt ein Blumenbeet einsetzen. Wenn ich denn nochmal wüsste, wie man das Ganze macht. Gibt es hier irgendwo Blumenbeete? Aber das wird so das einzige. Wir können natürlich auch so Rosen reinstellen. Niedrige. Oh, das sieht auch geil aus. So sieht das doch ganz so verwachsen so ein bisschen. Bildet so ein bisschen so den Kontrast dazu. Also würde ich so lassen jetzt. Ich hoffe, euch gefällt das auch. So, hier haben wir ja die ganzen Burgerstände. Burger trinken und so. Allerdings habe ich mir gedacht, da hier hinten vielleicht irgendwie jetzt mal. Hier hinten ist ja unser neuer. Das ist nicht, sondern hier ist ja unsere neue Parkstätte, wo noch nicht wirklich was los ist. Die hatten wir auch das letzte Mal erst aufgebaut mit so einem See da drin. Wenn wir jetzt genau die Besucher da hinkriegen, die werden sich hoffentlich da schon mal hin verirren. Hier ist so jetzt nämlich der Hauptplatz. Ich hätte jetzt vielleicht vor, nochmal ein paar Bänkchen aufzustellen. Das macht man wie folgt. Muss ich auch erstmal wiederfinden. Hier unten. Banken und Mülleimer. Eigentlich würde ich mal gerne so eine ganz normale Holzbank, genau. Ich werde erstmal Tag noch nicht durchlaufen lassen, allerdings vielleicht später mal. Hier so ein paar Holzbänke erstmal rein in den Park. Man will sich hier auch mal gerne hinsetzen. Ja, machen wir auch mal so. Ja, das kann man erstmal so lassen. Ein Mülleimer wäre vielleicht jetzt was angebracht, das, was man mal da vorne hinbringen könnte. Mülleimer, perfekt. Kostet $2 das Stück. Das sieht mir nicht nach Mülleimer aus. Das ist schon eher, was auch immer das jetzt da war, was ich da hingebaut habe. Nein. Naja, gut. Machen wir da gleich wieder in die Ecke hin.
damit hier auch klar wird, dass sie den Müll nicht einfach immer wieder irgendwo hinschmeißen sollen. Warte ich aber auch vielleicht irgendwann nochmal vor eine, ja, wie nennen wir das immer, Chillzone einzurichten, wo man dann, ja, gucken kann. Wo man dann halt so, ja, da. Verschiedene Sachen. Ja, da, dass man da dann halt sitzen kann und dann sein Menü verzehren kann zum Mittagessen oder so weiter. Ja, sonst soweit erstmal hier brauche ich nichts. Und dann setzen wir jetzt erstmal wieder Hecken. Hecken braucht das Land. Erstmal einmal hier außen rum und dann können wir auch dann mit den Wegen weiterbauen und weiter größere Sachen bauen. So lange dauert dieses Heckensetzen jetzt ja nicht. Das geht ja relativ flott. Nur halt, damit hier so ein bisschen die Begrenzung ist. Nach innen habe ich hier vielleicht vor, keine Begrenzung zu machen, damit man da den schönen Blick auf den kleinen idyllischen See genießen kann. Da habe ich vielleicht dann auch gleich noch vor, so ein bisschen Parkbank aufzubauen und dann auch nochmal ein paar Burger, ein Burger-Imbiss hinzubauen. Und auch, ja, ein Getränkeshop natürlich. Und vielleicht auch mal was Exquisites. Also was etwas Besonderes. Dass das hier sozusagen so ein bisschen so, ja, eigenes Land ist, sag ich mal. So ein kleines, verwunschenes Land. So ein Themenpark sozusagen. Schade, dass man das hier nicht ganz so nachbilden kann. So, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Hier vorne jetzt zum Beispiel kommen dann doch Hecken hin, weil ganz einfach da man nicht auf den See gucken kann. So. Ja, dieses Heckensetzen, das ist in Rollercoaster Tycoon drin, wie die Achterbahn bauen. Nein, falsch. So. Jetzt hier nochmal weiterhin außenrum. Kommen auch schön Parkbänke, Mülleimer. Und dann haben wir hier sozusagen unsere kleine Chillout-Zone, die eigentlich woanders gibt. Eigentlich noch selber so anders bauen wollte, aber so kann man das erstmal lassen. Und dann kann man weiter sich erstmal in Achterbahn beschäftigen und dann später nochmal so ein, ja, so ein, so was anderes bauen. Vielleicht können wir auch durch die ganzen Getränkeshops und so weiter hier noch ein paar mehr Besucher hinlocken, weil hier ist ja noch nicht wirklich was los. Hoffen wir mal, dass das noch kommt. Ich weiß gar nicht, wie man den jetzt da hinleiten könnte. Also falls ihr den habt, wie wir hier dann, falls es am Ende der Aufnahme immer noch nicht wirklich sein sollte, schreibt es einfach mal in die Kommentare. In die Comments. So, hier. Hier hat man einen schönen Blick auf den See. Nicht mehr. Okay, da vorne der Weg ist ein bisschen abgekippt, aber das sollte, denke ich mal, kein Problem sein. Dinosaurier go around. Erfordert gerade eine Notabschaltung. Gut. Okay. Wir warten einfach mal, was der Inspektor kommt und was der dann sagt. Ich lasse das jetzt einfach mal laufen. Kann jetzt nicht so viel passieren. Hier ist so der idyllische Teil und hier vorne ist überall Kotze. Und deswegen werden wir jetzt hier auch nochmal. Wo war denn das nochmal? Hier. Mietarbeiter. Reinigungskraft. Reinigungskraft einstellen. So, mach mal sauber da. Und dann kommt jetzt meine schönen. Ja, was machen wir denn mal dahin? Türkischer Honig, ja, ne. Steakhouse. Ein Steakhouse.
Ein schönes Steakhouse. Steakhäuser sind immer sehr beliebt, besonders bei mir. So, dann nochmal so ein Burger dahin. Der wird eröffnet. Und dann natürlich noch. Ja, ein Getränkeladen. Einfach ganz normale Getränke. So, den eröffnen wir. Und dann müssen wir noch Mülleimer bauen. Denn sonst ist hier auch alles bald voller Müll. Habe ich gerade schon wieder Mülleimer übersehen? Dann kommen wir machen mal Weltraummülleimer, wenn ich hier schon von Themenparks spreche. Sollte man vielleicht auch so ein bisschen irgendein Thema hier haben. Aber jetzt hier Weltraum und Dinosaurier. Enterprise, ja, das Karussell passt jetzt hier. Das ist ja eher so ein Kettenkarussell. Das passt doch zu, die Schiffschaukel. So. 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 So, der Mechaniker repariert der immerhin schön. Gut, das ist wunderbar. Und dann haben wir jetzt da auch noch eine ziemlich große Schlange. Haben wir jetzt da hinten erstmal erledigt. Das sieht eigentlich ganz idyllisch aus, wenn man das mal von so oben guckt. Das sieht doch bis jetzt ganz schön aus. Hier so sieht man auch ein bisschen abgegrenzt das Ganze hier. Das steht jetzt noch so alleine, aber da wird jetzt hier, ich habe jetzt hier irgendwie den Plan, so weiterzubauen, dass wir jetzt ja, hier in diesem Bereich und auch in diesem Bereich mehr Sachen errichten werden. Nein, ich möchte keine Hochwege. So. Jetzt nur die Frage, was wir da jetzt hinbauen. Verrückt, das Golf müssen wir jetzt selber bauen, aber das würde eigentlich so ein verrücktes Golf. Würde doch schon fast da sehr gut hinpassen. Perfekt eigentlich. Einmal drehen. Oder zweimal drehen sozusagen. So. Genau. Und dann geht's natürlich weiter. Und dann kommt Loch 2. Dann müssen sie zu Loch 3. Die Mühle, die auch gerne für andere Sachen missbraucht wird. Darauf gehe ich jetzt einfach mal nicht weiter ein. Das Loch 4. Haha, er hat Loch gesagt. Loch 5. Wobei wir dann auch schon eine schöne Wendung haben. Und Loch 6. Auch noch eine Kurve noch rein. Noch eine Kurve. Und dann sind wir auch schon fertig. Bringen wir einmal den Eingang an, einmal den Ausgang an. Und dann machen wir wieder das, was am liebsten ist. Einen kleinen See da rein, das passt eigentlich sehr gut rein. Wir können das Ganze natürlich auch unter Wasser setzen, aber das sieht ein bisschen dumm aus. Aber so sieht das doch ganz schön aus. Was ist das denn hier eigentlich? Feinen Wasserfall müssen zwei. Nee, das machen wir mal lieber nicht.
Ein paar Bäumchen wieder. Hier passt eine große Stechpalme sehr gut rein. So ein bisschen das Golfspielen unter den, oder das Minigolfspielen unter den Bäumen. Den Anstellweg. So. Machen wir den mal. Machen wir das mal. So. So. Kann natürlich auch gerne eröffnet werden. So, wir da hinten nur irgendwie mal gucken. Na, dann gehen wir noch erstmal Hecken. Machen wir erstmal Hecken. Machen wir uns erstmal einfach und machen Hecken. Schade, dass es irgendwie nicht so Shortcut-Tasten gibt, wo ich dann immer die Hecken auswählen kann. Das würde mir richtig gefallen. Sogar ganz schön anbieten. Das sieht ja noch idyllischer aus. Finde ich. Sind wir also sauberster Park und ich habe dafür überall Kotze gesehen. Ja gut, dann haben unsere Mitarbeiter anscheinend wirklich geholfen, die wir da eingestellt haben. So. Weg, weg. Oh, hau ab, ja. Nein, du sollst abhauen. So. Ja, und auch die ersten gehen jetzt auch dahin in den Park. Also, das füllt sich jetzt alles mit der Zeit. Also, dahin in den Park, also in dieses. Das sieht auch. Passt auch dazu, hier überall Seen. Also, sehr ländliche Gegend. Hier außen rum. Ja. Und da kommt die Rollercoaster-Tycoon-Musik durch. Oh, oh. Das passt da nicht rein. Und dann geht's hier so weiter. Und hier geht's dann mit dem Weg auch weiter. Ja, wunderbar. 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 Nein. Na, so. Sind das zwei? Es sind zwei. Gut. Kann man hier natürlich auch noch eine Menge machen. Aha. Was lohnt sich denn da mal? Ja, was haben wir denn hier noch so Schönes? Haben wir schon eigentlich das meiste durch. Was würde sich denn mal da einpassen? Eine Riesenrutsche. Eine Riesenrutsche. Eine Riesenrutsche. Eine Riesenrutsche. Eine Riesenrutsche. Passt sich da bestimmt sehr, sehr gut ein. Ja, das war jetzt irgendwie Fail. Mich gerade verkacke, eine Riesenrutsche. Ja, gut. Müssen wir es halt anders bauen. Dann müssen wir die halt hier so. So. Ach so. Komm, du willst mich doch verarschen. Was reicht das für eine Riesenrutsche? So reicht das für eine Riesenrutsche.
Wie wir können hier so weiterbauen. Ja, nee, lol. Will doch gar nicht so groß werden. Ja, komm. Wir bauen uns einmal durch den ganzen Park. Wo sonst keine Hobbys. So reicht das doch eigentlich auch schon. Wie setze ich denn jetzt Eingang?